Ja, dann auch von mir noch ein ganz herzliches Willkommen. Schönen guten Abend. Schön, dass Sie dabei sind hier bei diesem Web-Talk des Hauses der Geschichte Baden-Württemberg und der Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg zu Fake News und Verschwörungstheorien in Geschichte und Gegenwart. Herzlichen Dank auch schon mal an David Koch, den haben Sie eben gehört. Der betreut diese Veranstaltung technisch und sorgt dafür, dass alles gut läuft. Gebe an dieser Stelle offen zu, ist es mein erster Web-Talk. Ich bin sehr gespannt und glaube, es wird eine sehr, sehr spannende Veranstaltung, die sehr gut in die Zeit passt. Denn wie der Titel schon sagt, sind Verschwörungstheorien und Fake News nichts Neues. Es gibt sie schon lange, aber in dieser Zeit, gerade in der Corona-Krise, haben sie doch noch einmal offenbar neuen Auftrieb bekommen. Also ein guter Zeitpunkt, um sich darüber zu unterhalten. Und das Interesse daran ist sehr groß. Das zeigt auch diese Veranstaltung, die ausgebucht ist. Also dieser virtuelle Kursraum ist tatsächlich heute Abend voll. Ich sage Ihnen kurz, wer ich bin, kleiner Steckbrief zu mir. Mein Name ist Marc Kleber. Ich bin Journalist beim Südwestrundfunk und leite da eine kleine Redaktion mit dem Titel Religion, Migration und Gesellschaft. Und schon das Stichwort Migration macht deutlich, dass auch wir in den letzten Jahren immer wieder zu tun hatten mit Fake News und Verschwörungstheorien. Ich will Ihnen ganz kurz sagen, was wir heute Abend vorhaben. Wir wollen uns so eine gute Stunde Zeit nehmen und werden erstmal so eine kleine Einstiegsrunde machen. Dann werden wir Gespräch, Diskussion haben der Referentin, der Referenten, die ich Ihnen gleich auch noch vorstelle. Und dann möchten wir uns, sagen wir so, 20 vor 8, Viertel vor 8 etwa, uns Zeit nehmen für Ihre Fragen, die Sie in den Chat schreiben können. Und Sarah Stewart vom Haus der Geschichte Baden-Württemberg und Andreas Schulz von der Landeszentrale für politische Bildung, die sammeln und bündeln das, sodass wir diese Fragen dann auch hier in die Runde mit reinnehmen können. Und noch einmal der Hinweis, dass diese Veranstaltung aufgezeichnet wird und sie steht dann in Kürze auch im Internet zur Verfügung. Ich sage nachher nochmal, wo genau Sie das dann finden. Und damit sage ich herzlich willkommen an die Referentin und die beiden Referenten. Ich fange an und stelle Sie in der Reihe nach vor. Sibylle Thelen ist Direktorin der Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg und in deren Arbeit spielt die Aufklärung zu Verschwörungstheorien und Fake News eine wichtige Rolle. Guten Abend, Frau Thelen. Ja, guten Abend, Herr Kleber. Schön, dass Sie dabei sind. Professor Markus Appel ist an der Universität Würzburg Lehrstuhlinhaber für Kommunikationspsychologie und neue Medien. Er hat sehr viel zu Fake News geforscht und er ist unter anderem auch Herausgeber des Buches Die Psychologie des Postfaktischen. Guten Abend, Herr Professor Appel. Ja, guten Abend. Ich freue mich, dabei zu sein. Schön, dass Sie da sind. Und in der Runde ist auch Professor Dr. Michael Butter. Er hat sich sehr viel mit Verschwörungstheorien beschäftigt und darüber auch ein Buch geschrieben mit dem Titel Nichts ist, wie es scheint, was ganz gut zusammengefasst, wie die Haltung von Leuten aussehen kann, die an Verschwörungstheorien glauben. Herr Professor Butter lehrt und forscht am Institut für Amerikanistik an der Universität Tübingen. Auch Ihnen ein herzliches Willkommen. Schön, dass Sie dabei sind. Guten Abend, ich freue mich sehr dabei zu sein. Ja, und als kleinen Input für diese Runde will ich Ihnen heute Abend nicht weniger bieten als eine Weltsensation. Darunter machen wir es nicht. Wir bieten Ihnen heute die Erklärung dafür, was tatsächlich hinter der Corona-Pandemie steckt. Wir haben das total investigativ recherchiert. Wir, das sind meine 6-jährige Tochter und ich. Uns ist es am Wochenende gelungen, uns endlich ein Bild davon zu machen, das glasklar beweist, worum es wirklich geht. Es geht natürlich um Geld und Corona. Und jetzt würde ich David Koch bitten, das Bild einmal einzublenden. Das ist das Ergebnis einer Wochenend-Investigativrecherche meiner 6-jährigen Tochter und mir. Und ich möchte Sie gerne auf 7 Punkte aufmerksam machen, die bei keiner Verschwörung fehlen dürfen und Sie hier in diesem Bild sehr gut sehen können. Punkt 1. Natürlich gab es ein geheimes Treffen, wie könnte es anders sein, von Bundeskanzlerin Merkel, dem französischen Präsidenten und in dieser Frage unvermeidlich Bill Gates. Punkt 2. Der Zusammenhang von Geld und Corona soll an dieser Stelle wie immer kaschiert werden durch ein Schild, das scheinbar heiter schon Urlaubsstimmung aufgreift. Wozu? Natürlich nur, um uns alle abzulenken. Punkt 3. Jetzt wird es heikel.
Natürlich muss Nordkorea eine Rolle spielen, wo es offiziell ja gar kein Corona gibt. Und wie Sie sehen, ist Machthaber Kim Jong-un in der Hand des israelischen Premierministers Netanyahu. Warum? Natürlich hat der Mossad herausgefunden, dass Kim Jong-un auf seinem Instagram-Account Fotos von einem Urlaub in Ischgl gepostet hat. Sollte man nie machen auf sozialen Netzwerken. Wie kommt Jürgen Klopp ins Spiel? Ja, das ist doch ganz klar. Es ist sehr auffällig, dass der FC Liverpool ausgerechnet in dieser Saison die Fußballmeisterschaft holt, nach über 30 Jahren wieder mal. Die Erklärung: Jürgen Klopp war gedopt. Er hat sich einen noch nicht zugelassenen Corona-Impfstoff gespritzt, wie Sie sehen, mit starken Nebenwirkungen aufs Erbgut. Impfstoff ist der Schlüsselbegriff, wenn es um Geld geht. Die Aktienkurse von Herstellern sind in den letzten Monaten in die Höhe geschossen. Das sind alles frei verfügbare Informationen. Sie müssen sie nur in den richtigen Kontext drücken. Und natürlich ist auch Punkt 6 die Bild-Zeitung Teil der Verschwörung. Möchte Sie kurz auf die verwendete christliche Ikonografie hinweisen, aber viel wichtiger ist natürlich der Code eines scheinbar harmlos wirkenden Gewinnspiels. Hinter BEZ verbirgt sich, kaum verhohlen, natürlich die EZB, die Europäische Zentralbank, und JLB, das musste ich selbst noch googeln, das gibt es tatsächlich. Das ist eine jüdische Nachwuchsorganisation in Großbritannien, nämlich die Jewish Lads Brigade. Und jetzt die beiden Fünfen da zusammenhängen im Bild, das überlasse ich Ihrer Verschwörungsfantasie. Aber das Wichtigste ist natürlich das Beweisfoto, das endlich klar macht, Angela Merkel kann nicht mehr leugnen, dass sie ein reptiloides Mischwesen ist, das im Auftrag von Außerirdischen hier die Macht ausübt. Und das alles ist natürlich, wenn Sie sich jetzt fragen, meint der Mark Kleber das ernst? Nein, nicht ernst gemeint. Deswegen gibt es an dieser Stelle noch den amtlichen Warnhinweis. Aber wie es immer so ist, wenn jemand wie ich, ein Journalist eines öffentlich-rechtlichen Mediums, Ihnen sagt, das ist keine Verschwörungstheorie, dann wird es natürlich ganz heikel, weil da muss man sich ja fragen, ist nicht vielleicht doch was dran, lieber Herr Professor Butter. Das war ein Best-of quasi aller Verschwörungstheorien. Sie kennen ganz, ganz viele. Ist Ihnen in der Corona-Krise eine neue begegnet? Nein, eigentlich nicht, weil die Corona-Verschwörungstheorien immer eine von zwei Sachen machen, manchmal sogar beides. Die kopieren entweder die Muster von schon lange etablierten Verschwörungstheorien, zum Beispiel die Idee, dass es das Virus gar nicht gibt oder ungefährlich ist oder das Virus eine Biowaffe ist. Das sind alles Verschwörungstheorien, die uns das erste Mal in den 1980er Jahren im Zuge der AIDS-Pandemie begegnet sind. Da sind die alle schon zirkuliert worden, damals übrigens auch schon als Fake News teilweise von staatlichen Akteuren in den Umlauf gebracht. Und das Zweite, was es gibt, ist, dass im Grunde Corona einfach erzählt wird als das neueste Kapitel in einer viel längeren Verschwörungserzählung. Man hat das ja gerade sehr schön in Ihrer Collage gesehen. Da waren auch schon ganz viele der üblichen Verdächtigen dabei. Und im Grunde ist das bei Corona-Verschwörungstheorien ganz ähnlich. Also wenn Sie schon immer der Überzeugung waren, der große Austausch ist das, was gerade die Welt dominiert, der von irgendwelchen dunklen internationalen Eliten eventuell unter der Führung von George Soros orchestriert wird, dann landen sie bei einer Schlagzeile, wie sie das Compact-Magazin im April hatte: Massenimmigration im Schatten der Corona-Krise. Dann ist das einfach nur das neueste Ablenkungsmanöver der Eliten. Wenn sie schon immer dachten, die CIA ist für alles Böse verantwortlich, dann ist das natürlich eine Biowaffe, die von der CIA nach Wuhan geschmuggelt wurde und dort absichtlich freigesetzt wurde. Wenn sie irgendwelche rassistischen Vorurteile gegenüber Asiaten haben, dann glauben sie, dass die chinesische Regierung das Virus in den Umlauf gebracht hat, um die westliche Wirtschaft zu ruinieren. Und auch Verschwörungstheorien zu Bill Gates und zur Weltgesundheitsorganisation gab es also schon vor Corona. Die sind jetzt nur etwas weiter ins Licht der Öffentlichkeit gerückt. Das heißt, wir beobachten bei den Corona-Verschwörungstheorien genau das, was wir im Grunde die letzten 20, 30 Jahre schon beobachtet haben, dass einfach jedes Ereignis von irgendeiner Bedeutung entweder einfach nur das Muster kopiert einer alten Verschwörungstheorie oder direkt angebaut wird eine bereits existierende Verschwörungstheorie. Und genau das ist bei Corona auch geschehen. Also bis auf Ihre sehr überzeugende Theorie gerade eben, die mich wirklich ins Grübeln gebracht hat, war das meiste wirklich relativ vorhersehbar. Das hier hat mich jetzt dagegen wirklich überrascht. Vor allem über Jürgen Klopp komme ich nicht hinweg. Lieber Herr Professor Appel, sind Sie denn als jemand, der sich viel mit Fake News beschäftigt hat, gegen Fake News komplett immun? Ja, ich glaube nicht, dass ich mich da ganz von frei machen kann. Natürlich vielleicht diese Corona-Verschwörungstheorien, die hier genannt wurden,
da würde ich sagen, da bin ich nicht so sehr empfänglich vielleicht. Als Wissenschaftler hat man da vielleicht so eine automatisch kritische Ader. Aber selbstverständlich sind Nachrichten, die meinem eigenen Weltbild entsprechen, denen glaube ich doch eher als Nachrichten, die irgendwie mein Weltbild ins Wanken geraten lassen können. Also insofern glaube ich auch, dass ich und vielleicht nur ganz wenige können sich davon freimachen. Ich würde sagen, ich kann mich nicht davon freimachen. Ganz, denn Nachrichten, die meinem Weltbild entsprechen, sind Nachrichten, die ich auch gerne glaube und die glaube ich dann eben auch eher. Also jeder hat so seinen eigenen Filter schon im Kopf, der ihm vielleicht gar nicht bewusst ist. Ja, so könnte man das sagen. Und das ist, glaube ich, eine ganz grundlegende Ausstattung des Menschen. Das ist mehr oder weniger stark ausgeprägt, aber es gibt wahrscheinlich nur wenige Leute, die sich da ganz frei machen können und die sagen, ich verarbeite Informationen neutral und gehe da wirklich rational an Sachen ran. Das kann man versuchen und das schadet bestimmt auch nichts, das zu versuchen, aber es gelingt einem doch nicht immer. Frau Thelen, Fake News und Verschwörungstheorien. Ich habe vorher gesagt, das beschäftigt auch die Landeszentrale für politische Bildung in Baden-Württemberg. Wenn ich zurückdenke, ich glaube, zum ersten Mal bin ich Verschwörungstheorien so richtig bewusst begegnet, als es 9/11 gab und die Frage, wie ist das mit den Türmen, die da zusammenstürzen und wer hat da wirklich die Finger im Spiel gehabt. Aber in Europa haben meines Erachtens damals diese Verschwörungstheorien nicht wirklich durchgeschlagen. In der Corona-Krise habe ich den Eindruck, da ändert sich was. Da sind mehr Leute bereit, an solche Verschwörungstheorien zu glauben. Zumindest beobachte ich das auch im eigenen Bekanntenkreis. Wie erleben Sie das, Frau Thelen? Ja, ich denke, das Coronavirus beschäftigt uns alle und es betrifft uns auch alle. Und es gibt einfach jede Menge Berührungspunkte. Und das ist vielleicht auch ein Grund, weshalb diese klassischen Muster eben sich in vielerlei Gewändern anpassen lassen. Also ich denke, diese vielfältigen Berührungspunkte, die Betroffenheit, die auch Angst- und Ohnmachtsgefühle auslöst, führt dazu, dass man eben sich automatisch mit diesen Verschwörungstheorien beschäftigen kann. Also man wird da regelrecht reingezogen. Wir alle erleben es ja, dass wir im eigenen Umkreis viel häufiger mit Verschwörungstheorien, die etwas mit Corona zu tun haben, konfrontiert werden. Das kann am Arbeitsplatz geschehen, das kann im Familienkreis geschehen, auch in der Wohngemeinschaft. Also an den unglaublichsten Orten wird man mit Verschwörungstheorien zu Corona konfrontiert. Mir selbst ist das auch so ergangen. Ich habe mich sehr intensiv mit den Protesten gegen die Einschränkung der Grundrechte beschäftigt und in dem Zusammenhang wurde ich mit einer Impfgegnerin konfrontiert, die sehr entschieden aufgetreten ist und der Ansicht war, Impfstoffe werden aus abgetriebenen Föten produziert. Ich bin aber auch mit sehr nachdenklichen Menschen in Kontakt gekommen. Beispielsweise nach einem Fernsehinterview habe ich sehr viele Zuschriften bekommen von Bürgerinnen und Bürgern, die sich sorgten um die Einschränkung der Grundrechte. Und man hat ganz deutlich Vorsicht gespürt und auch ein gewisses Misstrauen. Und das war häufig auch von der Erfahrung gespeist, in Debatten oder vom Gefühl gespeist, in Debatten nicht ausreichend gehört zu werden und nicht ausreichend einbezogen zu werden. Und ich denke, auch solche Enttäuschungen können eine gewisse Empfänglichkeit für Verschwörungstheorien auslösen. Und das zeigt uns das Coronavirus und seine Folgen jetzt ganz deutlich. Es ist wirklich wichtig, sich mit diesen Wirkungsmechanismen zu beschäftigen. Insofern sind wir bei der Landeszentrale zwar auch schon vorher mit dem Thema in Berührung gewesen, aber wir spüren da doch einen deutlichen Zug bei dem Thema. Vielen Dank für diese kurze Einstiegsrunde. Wir werden das alles nachher noch vertiefen. Ich möchte aber jetzt noch einmal zurückblicken. Wir gehen aus dieser Gegenwart und der Corona-Krise zurück in die Vergangenheit. Und wir nehmen Sie jetzt alle mit an den Erinnerungsort Hotel Silber. Das ist die einstige Gestapo-Zentrale für Württemberg und Hohenzollern, also ein Ort der Täter in Stuttgart. Und das Hotel Silber, das ist ein zum Haus der Geschichte gehörendes Museum. Und an diesem Erinnerungsort Hotel Silber klärt uns jetzt ein Geschichtsvermittler des Hauses der Geschichte Baden-Württemberg, wie dieser Ort und antisemitische Verschwörungstheorien zusammenhängen. Guten Abend, mein Name ist Immanuel Baumann, ich bin Geschichtsvermittler im Museum Hotel Silber.
Geschichten und Theorien von Verschwörungen sind bekanntlich nicht an bestimmte Zeiten oder Gesellschaftsformen geknüpft. Und sie kommen bei unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen ebenso vor, wie sie von Herrschenden zur Rechtfertigung ihrer Politik benutzt werden. Nicht immer sind sie gesellschaftlich und politisch auch wirkmächtig. Hier im Hotel Silber, der einzigen Gestapo-Zentrale für Württemberg und Hohenzollern, möchte ich auf einen Verschwörungsmythos hinweisen, der unmittelbar verbunden ist mit dem monströsen Gesellschaftsverbrechen des Judenmords. Wir haben hier nicht den Raum, den Mythos von der angeblichen jüdischen Weltverschwörung in seiner historischen Entwicklung zu vermessen, seine Bedeutung für die rassistische Weltanschauung und den mythischen Antisemitismus der Nationalsozialisten in der gebotenen Tiefenschärfe zu betrachten. Nur ein Schlaglicht auf einen besonders prominenten Rekurs darauf. Adolf Hitler selbst führte am 30. Januar 1939 im Reichstag aus, und ich zitiere ihn nun wörtlich, wenn es dem internationalen Finanzjudentum in und außerhalb Europas gelingen sollte, die Völker noch einmal in einen Weltkrieg zu stürzen, dann wird das Ergebnis nicht die Bolschewisierung der Erde und damit der Sieg des Judentums sein, sondern die Vernichtung der jüdischen Rasse in Europa. Es gab zu diesem Zeitpunkt zwar kein Programm oder kein Fahrplan für die dann folgenden Vernichtungsetappen. Diese sogenannte Prophezeiung eröffnete den Akteuren der anti-jüdischen nationalsozialistischen Politik aber neue Perspektiven. Dieser Mythos war Ausgangs- und Bezugspunkt einer neuen Vernichtungsdynamik. Insofern war er ein wichtiges Element in der Selbstlegitimation der nationalsozialistischen Politik. In diesem Ausstellungsraum sehen wir die mörderischen Folgen, die Deportation der jüdischen Bevölkerung aus Württemberg und Hohenzollern. Von der hiesigen Gestapo bürokratisch penibel organisiert, angeordnet von ihrem Chef Friedrich Muskay. Am 1. Dezember 1941 setzte sich der erste Deportationszug in Bewegung mit etwa 1000 Juden und Jüdinnen nach Riga. Kaum jemand von ihnen überlebte. Soweit dieser Videoclip aus dem Hotel Silber. Und ich würde gerne an dieser Stelle die Referentinnen und die Referenten einladen, wieder ihre Videos einzuschalten, damit wir sie sehen. Und die erste Frage, Herr Butter, Sie sind gerade als Erster zu sehen. Die erste Frage jetzt an Sie. Welche Rolle spielen denn, nachdem wir gehört haben, gerade von antisemitischen Verschwörungstheorien, welche Rolle spielen die noch heute und warum sind gerade Juden so häufig Ziel solcher Verschwörungstheorien? Das ist eine schwer zu beantwortende Frage. Es ist so, dass diese antisemitischen Verschwörungstheorien eine kürzere Geschichte haben, als man gemeinhin so annimmt. Also aus meiner Perspektive ist es schwer, die wirklich aus den antijüdischen Vorurteilen des Mittelalters direkt herzuleiten. Die entstehen im Grunde in ihrer modernen Form im Verlauf des 19. Jahrhunderts, wo Vorurteile gegen Juden immer weiter zunehmen und die Juden im Grunde dran erzählt werden an antifreimaurerische und anti-Illuminaten-Verschwörungstheorien, die im Kontext der Französischen Revolution entstehen. Noch in den Protokollen der Weisen von Zion ist es so, dass immer von den Juden und den Freimaurern die Rede ist gemeinsam. Das erklärt man dadurch, dass es lange Zeit nicht einleuchtend war für Menschen, dass nur die Juden alleine sich verschwören. Die brauchten quasi noch die Freimaurer dazu. Und erst nach dem Ersten Weltkrieg nimmt dann der Antisemitismus und die antisemitischen Verschwörungstheorien wirklich überall in Europa und auch in Nordamerika natürlich dann diese Formen an, die wir noch heute kennen und die uns dann direkt in den Nationalsozialismus geführt haben. Ich glaube, ein Grund, warum antisemitische Verschwörungstheorien noch immer so weit verbreitet sind, ist, dass ein gewisser Unterschied besteht zu normalen rassistischen Vorurteilen. Also um es ganz platt zu sagen, man kann Rassist sein, ohne Verschwörungstheoretiker zu sein. Man kann also schlimme Vorurteile gegen Schwarze haben oder andere Ethnien, ohne denen gleich die große Verschwörung zu unterstellen. Ich glaube, es ist ganz schwierig, antisemitische Vorurteile zu haben, ohne Verschwörungstheoretiker zu sein. Da ist immer sofort diese Idee da, dass da im Hintergrund irgendwas gewerkelt wird, dass da irgendwo die Macht übernommen werden soll. Und insofern sind diese antisemitischen Vorurteile eben auch immer mehr oder weniger explizit verschwörungstheoretisch aufgeladen. Was wir jetzt in der Gegenwart beobachten, ist, dass wir im Grunde so eine gewisse Offenheit haben bei den allermeisten Verschwörungstheorien. Es gibt natürlich die am extrem rechten Rand, die ganz explizit antisemitisch sind. Es gibt aber auch Verschwörungstheorien im Mainstream, die
so offen sind, dass sie antisemitisch gelesen werden können, es aber nicht unbedingt antisemitisch gelesen werden müssen. Das heißt, da wird dann mit Signalwörtern operiert wie Ostküstenelite, statt eben Judentum, da ist dann von den Bilderbergern die Rede, die auch manchmal als so eine Chiffre fungieren. Und insofern gibt es eine lange Kontinuität doch durch das gesamte 20. Jahrhundert hinweg, eben wie gesagt mit Wurzeln im 19. Jahrhundert, was so antisemitische Verschwörungstheorien angeht, die auch nicht weggehen wird. Vielleicht noch ganz kurz, weil Sie es erwähnt haben, Protokolle von Zion, ein Wort dazu. Die Protokolle der Weisen von Zion geben vor, die geheimen Aufzeichnungen eines Treffens des Weltjudentums zu sein, wo quasi die Führer des Weltjudentums ihre Pläne für die Übernahme der Weltherrschaft diskutieren. Es ist ein bisschen unklar, wo dieses Treffen stattgefunden haben soll. Gemeinhin nimmt man den jüdischen Friedhof von Prag an, auch wenn das in dem Text gar nicht drinsteht. Offensichtlich ist aber, der Text ist eine Fälschung. Wir wissen bis heute nicht, von wem er gefälscht worden ist. Wir wissen nicht mal hundertprozentig genau, in welcher Sprache er ursprünglich veröffentlicht wurde. Michael Hagemeister, Slavist an der Uni in Bochum, der weltweit beste Kenner der Protokolle, kann zu allen gängigen Theorien sagen, warum sie vermutlich nicht stimmen, kann aber auch nicht erklären, was jetzt genau passiert ist. Wir wissen aber, dass die eine unfassbare Wirkmächtigkeit entfalten nach dem Ersten Weltkrieg, in ganz vielen Ländern für bare Münze genommen werden und selbst weiterverbreitet werden von Menschen, die akzeptieren, dass es sich um eine Fälschung handelt, was die Times aus London schon recht früh aufgeklärt hat, weil dann immer wieder ein anderes Konzept ins Spiel kommt, nämlich das Konzept der frommen Lüge. Man sagt dann, naja, okay, dieser Text mag gefälscht sein, aber er sagt uns doch die Wahrheit über das Judentum und insofern müssen wir ihn ernst nehmen. Das ist ein Text, der ganz viele Menschen beeinflusst hat, unter anderem, wir hatten Adolf Hitler jetzt, der davon beeinflusst war, aber auch zum Beispiel Winston Churchill, der auch ganz schlimme antisemitische Reden hält in England in den 20er Jahren und auch an die große jüdische Weltverschwörung glaubt, bezieht sich explizit auch immer wieder auf die Protokolle der Weisen von Zion, also der fürchterlichste verschwörungstheoretische Text des 20. Jahrhunderts. Ich habe vor ein paar Tagen reingeschaut in den aktuellen Verfassungsschutzbericht, den Bundesinnenminister Seehofer vorgestellt hat. Da ist ganz viel die Rede von Verschwörungstheorien, unter anderem im Zusammenhang mit den Reichsbürgern. Das heißt, auch in der Politik spielt das natürlich eine Rolle. Frau Thelen, wenn wir es nochmal weiten jetzt, waren wir gerade beim Thema Antisemitismus. Sie arbeiten ja mit der Landeszentrale für politische Bildung viel mit Schulen zusammen. Was ist denn da für Sie ein Thema oder mit welchen Themen kommen die Schulen auf Sie zu, was Verschwörungstheorien angeht? Ja, wir haben schon eine ganze Weile einen E-Learning-Kurs zum Thema Verschwörungstheorien, der am Beispiel von Chemtrails darstellt, wie Verschwörungstheorien wirken. Und es geht nicht nur um Wirkungsmechanismen, es geht auch um ein Werkzeug, wie kann man diese Verschwörungstheorien enttarnen, wie kann man Fake News enttarnen, wie kann man journalistisch kompetent an Informationen herangehen und auch hinterfragen. Dieser E-Learning-Kurs. Verzeihung, Frau Thelen, Chemtrails muss man vielleicht, wahrscheinlich wissen es die meisten, aber vielleicht doch nochmal kurz erklären, ist die Verschwörungstheorie, dass wir durch die Kondensstreifen von Flugzeugen vergiftet werden. Ja, genau. Und der E-Learning-Kurs arbeitet am Beispiel dieser Chemtrails. Dieses Thema ist absichtlich ausgewählt worden, weil man es doch relativ knapp erklären kann. Und es ist vielleicht auch vergleichsweise unverfänglich. Man will Schülerinnen und Schüler ja nicht gleich mit Themen in Kontakt bringen, die hochproblematisch sind, sondern es geht um die grundsätzlichen Wirkungsmechanismen. Aber wir haben damals eben festgestellt, dieser E-Learning-Kurs wird nachgefragt, aber viel deutlicher wird er mittlerweile nachgefragt. Und das hat auch etwas natürlich mit der Brisanz von Verschwörungstheorien heute zu tun. Das hat auch mit einer veränderten Sichtweise insgesamt zu tun. Vor einigen Jahren hat man noch Diskussionen geführt, ist es wirklich notwendig, dieses Thema an Schülerinnen und Schüler heranzutragen? Ganz so, als ließe sich das Thema aus der Welt schaffen, indem man es einfach im Unterricht nicht behandelt. Das würde heute keiner mehr sagen. Und wir spüren auch bei anderen Angeboten eine deutliche Nachfrage. Beispielsweise haben wir Angebote für Schulklassen, die laufen bei uns jetzt auch digital. Und da sind Angebote zu Verschwörungstheorien und Fake News sozusagen die Spitzenreiter, die im Moment im Angebot sind.
Zum Stellenwert kann ich noch sagen, ich denke, es geht ganz klar auch um Medienkompetenz, die geschult werden muss, damit man sich besser mit dem Thema auseinandersetzen kann. Es geht aber auch um Gefühle der Selbstwirksamkeit, ja, Erfahrungen der Selbstwirksamkeit. Auch das kann man in der politischen Bildung mit thematisieren. Auch dafür haben wir Angebote, die medienpädagogisch ansetzen, beispielsweise einen Escape Room, der medienpädagogisch ausgerüstet ist. Da lernen die Jugendlichen Handwerkszeug, wie geht man um mit den neuen Medien und was können da für problematische Situationen entstehen. Natürlich kommen da nicht nur Hate Speech und ähnliche Dinge mit ins Spiel, sondern auch Verschwörungstheorien. Also wir spüren auch ganz deutlich in unseren Seminaren, die jetzt online ablaufen, zum Beispiel zu Fake News, dass immer auch gleich Verschwörungstheorien mit erwähnt werden. Das sind die klassischen Muster. Da geht es um Bill Gates, da geht es um das Thema Impfen, da geht es um die angebliche Macht des Geldes in den Händen von Einzelnen. Das bringen die jungen Leute mit, das greifen sie irgendwo auf. Sie sind ja auch alle im Internet und sie haben aber keine festgeprägten Weltbilder. Also das haben mir die Teamer, mit denen ich jetzt im Vorfeld dieser Veranstaltung auch nochmal gesprochen habe, schon rückgemeldet. Und es ist sehr wichtig, sich mit ihnen über die grundsätzlichen Wirkungsmechanismen auseinanderzusetzen. Wir werden das nachher noch vertiefen. Wir werden über die Rolle des Internets und Social Media noch sprechen und natürlich auch über die Frage, was kann man denn tun? Da haben Sie jetzt schon wichtige Stichworte genannt. Ich würde gerne an dieser Stelle Herrn Professor Appel mit reinnehmen, denn wir haben jetzt viel über Verschwörungstheorien gesprochen und auch gehört, dass es da einen Zusammenhang gibt. Herr Professor Appel, wenn wir über Fake News sprechen, es ist ja ein schillernder Begriff, es ist ein Kampfbegriff, aber es ist auch ein Begriff in der Wissenschaft und im Journalismus auch. Was macht denn genau eine Fake News aus? Ja, vielleicht zu den Begriffen. Fake News wird manchmal verwendet, um Medien zu diskreditieren. So verwendet das Donald Trump zum Beispiel. Der sagt dann irgendwie New York Times, das ist Fake News. Das ist wissenschaftlich unbrauchbar. Sozusagen, das geht dann so in Richtung, in Anführungszeichen, Lügenpresse und so weiter, kann man natürlich auch hinterfragen, wo kommt das her. Aber so als Phänomen wird Fake News eigentlich als Desinformation gesehen, also als falsche Information, die aber im Kleide einer Nachricht präsentiert wird. Das heißt, vom Äußeren her sieht das aus wie eine Nachrichtenmeldung, die ist aber falsch. Und man in den allermeisten Fällen, der prototypische Fall ist auch, dass die Urheber das ganz genau wissen, dass es falsch ist und diese Urheber ideologische oder kommerzielle Interessen verfolgen. Das ist vielleicht so eine Definition von Fake News. Das heißt, die haben inhaltlich durchaus große Überschneidungen, oft mit Verschwörungstheorien, sind vielleicht etwas, was in so ein Gesamtnarrativ der einer bestimmten Verschwörungstheorie passen, muss aber nicht sein. Also es können auch isolierte einfach Neuigkeiten, Nachrichten sein, die nicht stimmen und die zum Beispiel einfach aus monetären Interessen geteilt werden oder fabriziert werden. Jetzt beschäftigen Sie sich mit Kommunikationspsychologie als Wissenschaftler. Welche Zutaten braucht denn eine Fake News, damit sie leicht geglaubt werden kann? Wissenschaftlich würde man das als eine Art Interaktion von dem Kommunikat, also der News sozusagen, und der Person rekonstruieren. Also nicht alle Fake News wirken gleichermaßen auf alle Personen. Es gibt natürlich, je besser das gestaltet ist, je weniger Rechtschreibfehler dort drin sind beispielsweise, desto eher werden die geglaubt, das kann man so sehen. Aber das Wichtigste ist doch das Zusammenspiel. Und eingangs hatte ich es schon erwähnt. Das Wichtigste ist, ob die Personen eh schon glauben, dass zum Beispiel gewisse Inhalte dieser Nachricht stimmen oder sehr wahrscheinlich stimmen können. Und diese Prädisposition, dass ich eben zum Beispiel kritisch gegenüber gewissen Personen im öffentlichen Raum eingestellt bin, die machen mich dann sehr empfänglich für Fake News und die verfestigen dann möglicherweise mein Weltbild. Also es ist so ein Zusammenspiel, diese Glaubhaftigkeit von Fake News zwischen der Person und der Nachricht. Es gibt eine Zahl, die würde ich gerne an dieser Stelle in unser Gespräch reinnehmen. Eine Zahl aus der Mitte-Studie der Friedrich-Ebert-Stiftung 2019.
Und danach glauben 46% aller Befragten an den Einfluss geheimer Organisationen. Also fast jeder Zweite in Deutschland. Und das trotz aller Aufklärungen, auch an Schulen. Ich frage das einfach mal in die Runde. Wie lässt sich das erklären? Bei mir ist noch das Mikrofon an, deshalb beginne ich vielleicht. Gerne. Ich glaube, bei solchen Prozentzahlen muss man genau hinschauen, wie gefragt wird. Also ich wäre vorsichtig zum Beispiel, dass man jetzt Chemtrails, da würde man sagen, da ist die Prävalenz, also die Häufigkeit der Personen, die daran glauben oder die das für plausibel halten, doch sehr viel geringer als 50% oder 40%, sondern das würde ich eher so im einstelligen Prozentzahl verorten. Aber wenn es breit gefragt wird und so eine ganz allgemeine und da ganz verschiedene Mächte sozusagen dann das ausfüllen können, diesen Platzhalter, dann ist das eine relativ hohe Zahl. Aber wie gesagt, bei solchen Prozentzahlen wäre ich vorsichtig, da würde ich genau schauen, wie wurde das gefragt, weil man muss da sehr genau sein, glaube ich, damit man eben auch nicht dieses Narrativ bedient, dass man sagt, ui, so eine ganz große Anzahl an Personen glaubt ja daran, so eine ganz große Anzahl an Personen hat eigentlich auch so ein falsches, verschwörungstheoretisch informiertes Weltbild. Wenn ich ganz kurz noch was dazu sagen darf, ich würde das ganz ähnlich sehen. Also das ist auch so, dass ich diese Studie etwas skeptisch sehe auch, weil wir wissen auch aufgrund von vielen internationalen Studien, die ganz ähnlich fragen, dass je vager man fragt, desto höher sind die Zahlen. Und wenn man dann zum Beispiel das vergleicht mit einer Studie des Mainzer Instituts für Publizistik von 2017, die nach konkreten Verschwörungstheorien gefragt haben, sehen die Zahlen ganz anders aus. Da hat man dann 17% der Deutschen glauben, die Mondlandung hat nicht stattgefunden. 17% glauben, 9/11 war die US-Regierung. 31% glauben, der britische Geheimdienst hat Lady Di umgebracht. Das ist die Top-Antwort. 3% glauben an die Reptiloiden. 10% glauben an den großen Austausch. Da sind aber die Zahlen deutlich niedriger, muss man sagen. Also wir sind in Deutschland noch in einer anderen Situation als in den USA, wo es sehr gute Studien gibt, die im Grunde nahelegen, dass eigentlich jeder zweite Amerikaner an mindestens eine Verschwörungstheorie glaubt. In Deutschland ist das, glaube ich, so, dass man diese konkreten Fragen dann irgendwie hochrechnen müsste gegenüber diese allgemeinen Fragen, die oft dazu führen, dass die Leute denken, naja, könnte ja irgendwie sein, ich weiß es ja gar nicht, vielleicht verstehen die darunter auch Lobbyismus oder sonst was. Also da muss man ein bisschen vorsichtig sein. Also ich glaube, es ist schon so, dass es eine signifikante Minderheit ist, die an Verschwörungstheorien glaubt, aber die Zahlen sind zu hoch. Da muss man auch aufpassen, dass man nicht in Alarmismus verfällt. Das würde ich genauso sehen wie Herr Appel. Da muss man immer ganz genau hinschauen bei diesen Studien. Vielen Dank. Wenn Sie einverstanden sind, würde ich den Blick aus der Gegenwart nochmal richten in die Geschichte. Das steckt ja auch im Titel dieses Web Talks. Und nochmal Sie fragen, Herrn Professor Appel, wie viel älter ist denn der Begriff Fake News als Donald Trump? Ja, das Phänomen ist viel älter natürlich, wie man sich vorstellen kann. Wahrscheinlich so alt wie Nachrichtenmedien zumindest, wenn man das als definitorischen Kern oder eine Komponente ansieht. Und auch der Begriff Fake News ist älter. Also im Englischsprachigen wurde der schon im Ende des 19. Jahrhunderts verwendet. Und ganz ähnlich, also um so etwas, ja, auch Humbug, nicht? Es gibt so Worte, Bullshit im Englischen, also so etwas, wo es irgendwie auch dann gar nicht mehr um die Wahrheit geht, sondern irgendwie nur etwas mit Eindruck zu behaupten. Also vielleicht nicht vage zu sein, sondern irgendwie was Starkes zu präsentieren, was dann möglichst Beifall bekommen soll. Und dieses, das Wort selbst, wie gesagt, ist also auch schon seit der Ende des 19. Jahrhunderts in Gebrauch. Gibt es sowas wie eine älteste Fake News der Welt, die Ihnen einfällt? Mir fällt nur eine alte ein, also es ist wahrscheinlich nicht die älteste. Anfang des 19. Jahrhunderts gab es eine Zeitungsserie, in der darüber berichtet wurde, dass es jetzt sehr viele gute oder sehr gute Teleskope gibt. Und die Wissenschaftler hätten also den Mond viel besser als bisher beobachten können. Und auf diesem Mond würden Lebewesen leben, die mit so Flügeln versehen sind und eigentlich so wie wir in solchen Kleinfamilien, in Dörfern und so weiter wohnen.
Und das wurde sehr gerne gelesen. Das hat sich dann einige Jahre später herausgestellt, dass das nicht gestimmt hat. Aber diese Wissenschaftler, die sich da auch gerade nicht in der westlichen Hemisphäre aufhielten, die gab es wirklich. Das heißt, es hatte schon so ein paar Komponenten, da konnte man recherchieren, gibt es diese Wissenschaftler, beobachten die den Mond, das alles stimmte. Nur eine wichtige Komponente stimmte nicht, nämlich natürlich haben die keine Menschen oder menschenähnlichen Wesen auf dem Mond beobachten können. Das ist jetzt ein Beispiel der New York Sun von 1835. Das ist das Zeitalter, in dem es noch kein Internet gab, kein Social Media. Es wird immer wieder gesagt, Herr Professor Butter, dass Internet und Social Media sind dafür verantwortlich, zumindest mitverantwortlich, dass Verschwörungstheorien wieder bekannter werden und auch anders verbreitet werden. Auf der anderen Seite bietet ja aber das Internet auch die Möglichkeit, solche Fake News sehr schnell gegenzurecherchieren und Verschwörungstheorien. Das hatten die Leser der Zeitung damals im 19. Jahrhundert ja nicht. Also vielleicht die Frage an Sie erst einmal, was überwiegt denn da, der Schaden oder der Nutzen des Internets? Oh Gott, das ist ganz schwer gegeneinander aufzurechnen. Ich glaube, das eine ist ohne das andere nicht zu haben. Ich würde immer noch sagen, wenn wir uns das Internet als Ganzes betrachten, überwiegt vielleicht doch der Nutzen, den wir insgesamt davon haben. Ich versuche mir vorzustellen, wie die letzten Monate gelaufen wären ohne Internet. Also der einzige Moment, wo ich wirklich mal Panik geschoben habe, war, als hier das Internet ausgefallen ist für ein paar Stunden. Aber es ist ganz, ganz klar, dass natürlich Verschwörungstheorien durch das Internet wieder neuen Auftrieb erhalten haben. Es ist nicht so, dass es vor dem Internet keine Verschwörungstheorien gab. Das ist ja die Vorstellung, die wir manchmal haben. Wir hatten jetzt aber natürlich schon die anderen Beispiele aus der Geschichte. Es ist sogar so, dass Verschwörungstheorien mal völlig normal waren in der gesamten westlichen Welt bis im Grunde in die 1950er, 60er Jahre hinein. Und dann wandern die in so Subkulturen ab. Sind im Grunde immer noch da, sind populär wie Aberglaube, Glaube an Magie, aber im Grunde nichts mehr, was Teil des öffentlichen Diskurses ist. Und durch das Internet, durch das Aufkommen des Internets, werden diese Subkulturen zu Gegenöffentlichkeiten. Die entwickeln ihre eigenen Mediensysteme, die entwickeln ihre eigenen Experten und die werden natürlich beobachtbar und dadurch werden Verschwörungstheorien sichtbarer und verfügbarer. Menschen finden leichter wieder Verschwörungstheorien. Die Verschwörungstheoretiker bringen ihre Ideen leichter an den Mann bzw. an die Frau. Und das führt natürlich dazu, dass das Internet vermutlich doch zu einem, wenn nicht sprunghaften, aber doch wieder moderaten Anstieg im Glauben an Verschwörungstheorien geführt hat. Insofern hätten wir ohne das Internet vermutlich weniger Verschwörungstheorien in der westlichen Welt, als wir sie jetzt haben. Also vor 20, 30, 40 Jahren hatten wir wahrscheinlich so einen historischen Tiefpunkt erreicht. Wir haben allerdings auch mit dem Internet immer noch lange nicht wieder so viele Verschwörungstheorien nach allem, was wir über die Geschichte wissen, wie wir es vor 100 oder vor 200 Jahren hatten. Und generell muss man, glaube ich, einfach sagen, jedes Medium, praktisch jede Technologie ist nicht an sich böse oder gut. Es kommt immer darauf an, wie man sie entsprechend nutzt. Und das Internet ist, glaube ich, ein großartiges Aufklärungs- und Emanzipationsinstrument und gleichzeitig ist es in vielerlei Hinsicht etwas ganz Schreckliches, eben durch die Herausbildung von entsprechenden Echokammern und Filterblasen, wo sich die Leute immer nur weiter in entsprechenden Überzeugungen bestärken, sich eventuell auch radikalisieren. Das heißt, die Frage, gut oder schlecht, kann man so, glaube ich, gar nicht beantworten. Man muss da einfach, glaube ich, differenzieren. Ich würde gerne bevor wir auf die ersten Fragen eingehen der Teilnehmerinnen und Teilnehmer, noch eine Frage an Sibylle Thelen richten, weil einer der Punkte, der immer wieder genannt wird im Zusammenhang mit dem Erstarken von Verschwörungstheorien und der Verbreitung von Fake News, ist das Erstarken des Rechtspopulismus. Wie erleben Sie das und wie findet das möglicherweise in der Arbeit der Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg seinen Niederschlag? Ja, wir machen natürlich auch Angebote zum Thema Rechtspopulismus oder überhaupt insgesamt zum Thema Populismus. Das ist für uns ein ganz wichtiges Thema zu erklären, was sind die typischen Merkmale. Damit muss man sich auseinandersetzen. Wir haben eine entsprechende Partei im Landtag und damit befassen wir uns natürlich. Ich denke, darüber hinaus ist es ganz wichtig, sich mit den Grundsätzen, mit den Fundamenten unserer Arbeit auseinanderzusetzen. Wir sind der überparteilichen Bildungsarbeit verpflichtet.
errichtet. Die Fundamente unserer Arbeit sind beispielsweise der Beutelsbacher Konsens. Ja? Also das sind einfach die Standards der politischen Bildungsarbeit, die in diesem Beutelsbacher Konsens formuliert worden sind, wie Kontroversitätsgebot, die Dinge müssen kontrovers dargestellt werden in einer pluralistischen Gesellschaft. Überwältigungsverbot, das heißt, die politische Bildung darf nicht indoktrinieren. Die Dinge, die geschildert, die erklärt, die vermittelt werden, müssen transparent gemacht werden. Auch die Methoden, die Zielsetzungen müssen transparent gemacht werden. Und ganz wichtig ist es eben auch, die Teilnehmenden an Urteilsfähigkeiten, politische Teilhabe heranzuführen, also ihnen etwas an die Hand zu geben, dass sie Dinge einordnen können, dass sie auch sich für ihre eigenen politischen Überzeugungen stark machen wollen. Das sind so die Kerngedanken der politischen Bildungsarbeit. Und gerade in diesen Zeiten, in denen Verunsicherung allenthalben zu spüren ist, ist es ganz wichtig, sich diese Fundamente nochmal bewusst zu machen und auch gegen diejenigen anzutreten, die da mit irritierenden Aussagen hantieren, zum Beispiel indem sie sagen, ja, die politische Bildungsarbeit müsste ja eigentlich der Neutralität verpflichtet sein, aber Neutralität heißt in diesem Fall eben nicht Werteneutralität. Ja, es geht um den Kerngehalt der Grundrechte, der Menschenrechte, es geht um den Wesensgehalt der freiheitlich-demokratischen Grundordnung, Rechtsstaatlichkeit, Gewaltenteilung, Parlamentarismus, Pluralismus. All diese Dinge müssen viel stärker betont werden und das ist alles eben kein Verstoß gegen das Überwältigungsverbot, sondern das sind die Grundzüge unseres Gemeinwesens. Das gilt es eben auch zu verteidigen, aber zunächst mal müssen die Wissensgrundlagen dazu auch gelegt werden. Vielen Dank. An dieser Stelle würde ich gerne als erstes in die Runde geben eine Frage von Sandra Kemp. Sie möchte wissen, gibt es Forschungen oder Studien darüber, ob die Verschwörungsmythen, die aktuell in Deutschland zum Thema Corona erzählt werden, auch in anderen Ländern erzählt werden? Ich sage immer, wer immer in der Runde sich kompetent fühlt, das zu beantworten, ist herzlich eingeladen dazu. Da das Thema Verschwörung darin vorkommt, würde ich jetzt als erstes mal Professor Butter ansprechen. Ja, also wir beobachten das ganz genau. Ich bin ja auch Mitglied von mehreren internationalen Netzwerken und ich habe, glaube ich, in den letzten Wochen so viele Forschungsanträge zu Corona-Verschwörungstheorien begutachtet, wie selten zuvor ich so Sachen zu einem Thema begutachtet habe. Das heißt, da wird einiges an Forschung auch noch kommen. Aber es ist ganz, ganz klar, dass diese Narrative alle transnational zirkulieren, sich aber dann je nach Begebenheiten in einem Land bestimmte Besonderheiten herausbilden, also bestimmte Versionen durchsetzen. Zum Beispiel ist es so, bei uns ist die Tatsache, dass die meisten Verschwörungstheoretiker mittlerweile glauben, das Virus gibt es gar nicht oder ist völlig ungefährlich, der Tatsache geschuldet, dass die Maßnahmen sehr gut gegriffen haben und wir nicht so hart getroffen worden sind. Denn das legt nahe, das ist ja alles nur Fake News und es wird da Hysterie geschürt, um irgendwelche anderen Ziele durchzusetzen. In Frankreich zum Beispiel, wo es deutlich mehr Tote gab, ist es so, dass laut einer Umfrage vom März fast 30% der Franzosen glauben, dass es sich um ein in einem Biowaffenlabor entstandenes Virus handelt und ein großer Teil dieser 30% glaubt zudem, dass es bewusst freigesetzt wurde, in den Umlauf gebracht wurde. Das heißt, da setzt sich dann eine andere Verschwörungstheorie durch, die eben erklärt, was in dem jeweiligen Land passiert. Ein ganz spannender Fall sind die USA, weil die so gespalten sind. Da gibt es nämlich einerseits die Verschwörungstheorien, die sagen, wie bei uns, das existiert überhaupt nicht, das ist völlig ungefährlich, obwohl es da ja was mittlerweile 100.000 Tote gibt und mehr. Und das Ganze sei nur ein Komplott des tiefen Staates und der Demokraten, um Donald Trump die Wiederwahl zu kosten. Gleichzeitig gibt es dann andere Verschwörungstheorien in anderen Kreisen der amerikanischen Gesellschaft, die behaupten, das ist ein Komplott von Bill Gates, um die Weltbevölkerung zu reduzieren. Das heißt, wir beobachten, dass einerseits diese Verschwörungstheorien, die wir in Deutschland haben, auch international greifen, gleichzeitig sich aber in anderen Ländern dann teilweise andere Versionen rausbilden aufgrund der besonderen Begebenheiten in diesen Ländern. Wir haben eine Frage von Christian Glass, die an das Thema Verschwörungstheorien und an den Begriff anschließt. Er sagt, ich glaube, wir haben nicht die richtigen Worte, eigentlich nur ein Wort, Verschwörungstheorien. Da müsste man andere deutliche Begriffe finden, sonst bleibt es immer so im Ungefähren. Und ich weiß, dass der Begriff Verschwörungstheorie
auch durchaus umstritten ist unter Wissenschaftlern. Welche Begriffe müsste man also stattdessen nehmen? Also ich will nicht schon wieder, aber vielleicht muss ich dazu was sagen. Also ich glaube, es ist der angemessenste und der beste Begriff. Und das Lustige ist, ich arbeite in einem Netzwerk mit Wissenschaftlern aus über 40 Ländern zusammen. Deutschland scheint das einzige Land zu sein, wo wir diese Diskussion immer wieder führen um den Begriff Verschwörungstheorie. Es gibt in jeder Sprache, die in diesem Netzwerk vertreten ist, eine Entsprechung für das Wort Conspiracy Theory oder Verschwörungstheorie. Die Deutschen sind die einzigen, die damit Probleme haben. Ich verstehe das auch zu einem gewissen Grade. Andererseits gibt es mittlerweile eine Reihe von Studien, unter anderem von dem analytischen Philosophen Karl Hepfer von vor ein paar Jahren, die eigentlich sehr gut aufzeigen, dass der Begriff Verschwörungstheorie gar nicht so sonderlich unangemessen ist. Denn das, was Verschwörungstheorien machen, ist, dass sie eine bestimmte Zahl von miteinander verknüpften Grundannahmen machen darüber, wie die Welt und wie die Gesellschaft funktionieren. Alles ist miteinander verbunden, nichts ist so, wie es scheint, nichts geschieht durch Zufall. Und auf Grundlage dieser Prämissen Erkenntnisse über die Welt generieren, dass die dann aus unserer Sicht oder aus der Sicht der Nicht-Verschwörungstheoretiker falsch sind, das ist was ganz, ganz anderes. Aber insofern funktionieren Verschwörungstheorien durchaus, wie wissenschaftliche Theorien funktionieren und auch wie Alltagstheorien funktionieren, wie sie zum Beispiel in der Soziologie mittlerweile oft beschrieben werden. Ein weiteres Argument gegen Verschwörungstheorien ist dann ganz oft, dass man sagt, die lassen sich nicht falsifizieren. Das stimmt nicht. Es gibt jede Menge Debunking-Seiten im Internet, die Verschwörungstheorien falsifizieren. Das Problem ist eher, Verschwörungstheoretiker glauben die Falsifikation nicht. Das unterscheidet sie aber auch nicht unbedingt von Wissenschaftlern. Also sie werden niemals einen marxistischen Soziologen oder Wirtschaftswissenschaftler von einer neoliberalen Position überzeugen, indem sie sagen, ich habe doch belegt, dass deine Prämissen nicht stimmen und all das, was du da sagst, das stimmt doch mit der Wirklichkeit überhaupt nicht überein. Man wird da trotzdem nicht zusammenkommen. Insofern ist der Begriff Verschwörungstheorie meiner Ansicht nach immer noch der bessere Begriff als Verschwörungsmythos, Verschwörungserzählung, Verschwörungsfantasie, all diese Dinge, die in den letzten Wochen und Monaten sehr weit zirkuliert sind. Ich finde das sehr gut, dass wir den heute Abend hier verwenden. Wenn ich vielleicht ergänzen darf, ich benutze den Begriff auch, weil er eben anschlussfähig ist an den englischsprachigen Terminus, nicht Conspiracy Theory. Man kann das jetzt nicht, also das wäre irgendwie eigenartig. Ich verstehe die Kritik, dass man mit dem Begriff Theorie eigentlich schon relativ spinnerte Gedanken vielleicht adelt oder man hat so das Gefühl, da wird etwas geadelt, was nicht Theorie heißen sollte. Aber um es auch, um das definitorisch auch klar zu machen, ich halte auch, Verschwörungstheorien haben eine gewisse Definition dazu gehört, dass eben solche Bezüge bestehen zwischen Aussagen, zwischen auch Personen, Gruppen und so weiter. Also ich halte das auch nicht für einen falschen Begriff und verwende den auch und verstehe aber auch, wenn Leute denken, dass damit irgendwie die Plausibilität damit sozusagen hervorgehoben wird. Aber ich stimme dem Kollegen Butter zu. Ich halte es nicht für einen falschen Begriff und ich verwende den auch. Also ich kann noch hinzufügen, in der Bildungsarbeit verwenden wir ihn auch, denn diese Unterscheidung der Begrifflichkeiten ist jetzt schon nochmal ein anderes Niveau und es geht ja zunächst einmal bei uns darum, die Grundzüge zu vermitteln, die Wirkungsmechanismen zu vermitteln. Wir haben ganz am Anfang darüber gesprochen, dazu haben auch Sie was gesagt, Frau Thelen, wie sich in der Corona-Krise solche Verschwörungsmythen, aber auch Fake News im Bekanntenkreis festsetzen. Ich will an der Stelle ganz kurz erzählen, ich habe einen Freund, mit dem mich wirklich 30 Jahre Freundschaft verbinden und der in der Zwischenzeit der festen Überzeugung ist, dass hinter dieser Corona-Krise ein Staatsstreich und eine Zwangsimpfpflicht warten. Wir haben am Sonntag eine Stunde lang miteinander gesprochen und am Ende waren wir beide nicht in der Lage, aufeinander zuzugehen und ich war auch nicht in der Lage, ihn von meiner Sicht in irgendeiner Weise zu überzeugen, sondern das ging so weit, dass er gesagt hat, er kündigt mir die Freundschaft. Wie geht man mit sowas im Bekanntenkreis um? Bei allen Debunking-Seiten, die es im Netz gibt, ist das eine Frage, die, glaube ich, im Moment sich vielen Leuten stellt, so wie ich sie auch verstanden habe, Frau Thiem. Ja, also diese Frage wird an uns auch herangetragen. Jeder Einzelne von uns, ich denke, viele von uns erleben solche Situationen.
Und ich denke, entscheidend ist es, dass man versucht, in Beziehung zu bleiben mit Menschen, die ja scheinbar ins Verschwörerische abdriften, die mit solchen Ideen, mit solchen Fantasien, Mythen, wie auch immer man es nun einem Einzelnen nennt, sympathisieren. In Beziehung bleiben, das heißt nachfragen, das heißt ja, versuchen herauszufinden, was die Person im Einzelnen bewegt und Ansatzpunkte zu schaffen, wie man daran anknüpfen kann, um vielleicht neue Ideen, neue Fakten auch mit wahrzunehmen. Denn das Problem von Verschwörungstheorien ist ja, dass sich der Wahrnehmungshorizont immer weiter einengt, immer weiter verengt und dann gewisse, ja, die Welt dringt eigentlich dann gar nicht mehr vor zu den Menschen. Und das sind sehr schlechte Voraussetzungen, um im gesellschaftlichen Diskurs teilzuhaben, um sich einzubringen in die Gesellschaft, die eben voraussetzt, dass immer wieder die unterschiedlichen Interessen in einem Diskurs miteinander in Bezug gesetzt werden, ausgehandelt werden, abgeglichen werden. Das ist auch der Wesenskern der Demokratie. Und ich denke, das ist auch mit ein Grund, weshalb Verschwörungstheorien die Demokratie gefährden, ja, ein gewisses Risikopotenzial darstellen, ganz abgesehen von den Radikalisierungsprozessen, die da auch noch mit einhergehen, das menschenverachtende Weltbild beispielsweise, das auch mit vielen Verschwörungstheorien verknüpft ist. Ja, wenn ich ergänzen darf, vielleicht, ich denke, so eine freundliche Gesprächsatmosphäre ist ja generell förderlich, also in den meisten Situationen eigentlich anzuraten. Und ansonsten, denke ich, ist Klarheit gefragt. Das heißt, in Kommunikationssituationen auf Social Media zum Beispiel gibt es ja nicht nur sozusagen zwei Leute, die miteinander kommunizieren, sondern es gibt auf, sagen wir mal, WhatsApp dann auch noch andere, die in der Gruppe sind. Und da empfehle ich, wenn es einem wichtig ist, dass diese Person, aber vielleicht auch die, die zuhören, die eigene Position kennen, dann empfehle ich, die auch zu kommunizieren, weil etwas, was viele Leute unterschätzen, ist der Glaube, dass Schweigen Zustimmung bedeutet. So, also, und das, wenn man also eine klare Position hat und die kommuniziert, dann schweigt man nicht. Und man hat, gibt dann nicht die Illusion, sozusagen den Verschwörungstheoretikern, will ich es mal sagen, hier, dass ja doch sehr viele oder dann im Zweifelsfall alle, weil es hat ja niemand widersprochen, im Grunde keine Argumente haben oder vielleicht sogar selbst so ein bisschen an diese Verschwörungstheorie glauben. Also insofern freundlich, aber bestimmt kommunizieren, das ist mein Ratschlag auch im Freundes- und Bekanntenkreis. Jetzt fehlt gerade schon wieder der Begriff Social Media. Dazu kommt auch unsere nächste Frage. Will kurz vorausschicken, es hat sich da ja viel getan. Also Twitter, Twitch, Reddit, Plattformen und Konzerne haben ihre Regeln gegen Fake News verschärft. Nicht alle gleich. Und die EU-Kommission fordert ja die Konzerne auch auf, da strenger damit umzugehen. Die Frage von Rüdiger Walter, der heute Abend hier am Web-Talk auch teilnimmt, ist nach der Rolle der sozialen Medien und des Einflusses des Internets, Facebook, YouTube und so weiter. Er sagt, in der englischsprachigen Debatte werden diese Plattformen als außer Kontrolle geratene Radikalisierungsmaschinen diskutiert, etwas, was im deutschsprachigen Raum noch nicht wirklich angekommen ist. Das ist keine Frage, aber dahinter steckt ja die Frage, sind wir zu milde mit den Konzernen, die die sozialen Medien betreiben? Herr Butter, Herr Apel, Frau Thelen, die Frage geht an die Runde. Ich kann vielleicht beginnen. Eine Zeit lang war es so, dass Algorithmen dafür gesorgt haben, dass viele Leute solche Verschwörungstheorien, Fake News gesehen haben, auch solche, die es irgendwie gar nicht unbedingt wollten, weil die, das wurde vorgeschlagen sozusagen bei YouTube etc. als möglicherweise interessantes Video, weil man das Gefühl hatte, dass Leute sich darum kümmern, dass die also etwas liken, kommentieren etc. Da werden Emotionen ausgetauscht. Und das ist etwas, was sicherlich problematisch ist, wenn Algorithmen also diese Nachricht nach oben spülen sozusagen und damit die auch vielleicht populärer machen, als sie eigentlich sind. Insofern ist das ist so eine kritische Betrachtung von Algorithmen, von Social Media auch sicherlich sinnvoll.
Viele Dinge sind auch ähnlich zwischen den Ländern, wenn ich den angloamerikanischen Diskurs anschaue. Es gibt aber auch Dinge, die sich unterscheiden. Zum Beispiel gibt es eine Plattform in Deutschland, wird die fast nicht genutzt, und das ist Twitter. Das machen nur Journalistinnen und Journalisten und ein paar Wissenschaftler, aber da ist die Durchdringung sozusagen ganz gering. Das heißt, da gibt es möglicherweise auch Unterschiede, und Twitter ist ja auch eine der Plattformen, die besonders stark kritisiert wurden und erst jetzt auch zu Handlungen aufgerufen sind oder die auch durchgeführt haben. Also ich sehe das ganz ähnlich. Ich glaube, es ist sehr gut anzusetzen. Das haben die Plattformen eigentlich jetzt in der Corona-Krise auch sehr gut gemacht, also zumindest zum Teil, wenn es quasi um die Verbreitung geht, also dass die Algorithmen sich ändern, dass man im Grunde diesen Freedom of Spread, auf den hat niemand ein Anrecht. Wenn es darum geht, wirklich quasi Inhalte zu löschen, also in den Freedom of Speech einzugreifen, die Meinungsfreiheit, dann sehe ich das ganz, ganz kritisch, weil wie soll das laufen? Das muss dann im Grunde auch über irgendwelche Algorithmen laufen, beziehungsweise wir haben dann amerikanische Plattformen, die dann darüber entscheiden in ihren Geschäftsbedingungen, was quasi in Europa sagbar ist und was nicht sagbar ist. Und wir haben natürlich ganz klare Fälle von Dingen, die Verschwörungstheorien sind, die Fake News sind. Aber es gibt ja auch immer wieder gewisse Graubereiche. Und wenn wir beginnen, die Dinge alles zu löschen, quasi wo Leute sich irren oder wo Leute was Falsches verbreiten, dann wird es, glaube ich, gefährlich, ganz abgesehen davon, dass das insofern ja auch natürlich ein Kampf ist, den man nicht gewinnen kann, weil es immer eine neue Plattform geben wird, wohin man ausweichen kann. Also die Reaktionen von Facebook und YouTube in der Corona-Krise haben dazu gehört, dass eben eine Plattform wie Telegram wichtiger geworden ist oder dass WhatsApp-Sprachnachrichten wichtiger geworden ist. Ich habe heute mit meiner Postdoktorandin gesprochen, die gerade beginnt, an einem Projekt zu arbeiten zu Rechtspopulismus und Verschwörungstheorien in Brasilien. In Brasilien wechseln jetzt alle rechtspopulistischen Politiker zu Parler. Das ist so eine neue Social-Media-Plattform, wo eben überhaupt nichts zensiert wird und kontrolliert wird momentan. Das heißt, es gibt dann immer irgendwas anderes, wohin ausgewichen wird. Und insofern ist es so, dass man, glaube ich, durch Löschungen wenig erreicht. Es geht eher darum, die Verbreitung auf den dominanten großen Plattformen einzudämmen, damit, weil wer das finden will, findet es immer irgendwo, aber dass man quasi nicht automatisch dahin kommt. Also wenn man YouTube Autoplay laufen lässt, dann war das halt vor ein paar Jahren so, dass man irgendwann automatisch bei Verschwörungstheorien gelandet ist. Sie fangen an mit Boris Becker, Kevin Curran, Wimbledon-Finale 85, gehen 2 Tage raus und dann läuft da die Verschwörungstheorie oder das Enthauptungsvideo, wenn sie wieder reinkommen. Das ist, wenn ich es richtig sehe, mittlerweile nicht mehr so bei YouTube, und das ist gut, und Löschung ist einfach keine Alternative, denke ich. Ich würde auch ganz gerne noch einen Gedanken anfügen, denn es gibt viele Stellschrauben und wir sollten aber eine nicht vergessen, und das ist die Eigenverantwortung jedes einzelnen Nutzers, jeder einzelnen Nutzerin. Man muss nicht alles teilen, man sollte die Dinge vielleicht auch zunächst mal gründlich durchlesen, ehe man sie teilt, und nicht nur die Überschrift lesen oder gar nichts lesen und teilen. Also diesen Aspekt sollten wir im Auge behalten, und darauf zielt ja auch die Bildungsarbeit ab. Bevor wir weitermachen mit einer Frage, die ich noch an Sie hätte, und noch einer Teilnehmerfrage, blicke ich kurz auf die Uhr, denn wir hatten ja gesagt, wir nehmen uns ungefähr eine Stunde Zeit. Ich schaue an dieser Stelle aber nicht so auf die Uhr, dass ich jetzt sagen würde, wir müssten jetzt zum Schluss kommen. Ich habe das Gefühl, es ist spannend. Wir haben nach wie vor sehr, sehr viele Teilnehmer hier in diesem Kursraum. Ich würde mal sagen, das Interesse ist so groß, dass ich Sie alle, die heute Abend hier bei diesem Web-Talk dabei sind, herzlich einlade, auch noch etwas länger bei uns zu bleiben. Ich würde gerne anschließen an das, was Sie gerade gesagt haben, Herr Professor Butter, weil es ja in der Diskussion immer wieder auch den Vorschlag gibt, man bräuchte so etwas wie ein gutes Netzwerk, so eine öffentlich-rechtliche soziale Medienplattform, auf der dann keine Enthauptungsvideos oder anderes, was Sie gerade erwähnt haben, laufen. Zum Beispiel, dass sowas in Europa, in der Europäischen Union entsteht. Herr Appel, Herr Butter, ist das etwas, dem Sie eine Chance geben würden? Ja, das kommt mir doch so theoretisch vor, aber praktisch gibt es da, glaube ich, ganz viele Hemmnisse. Also wie sollte man denn Leute dazu bringen, diese Plattform dann zu nutzen? Das finde ich
also ohne starke Eingriffe ganz schwer realisierbar. Ich glaube, die bestehenden Plattformen verdienen zum Beispiel, Facebook verdient sehr viel Geld. Das darf man nicht, der Konzern Facebook mit Instagram, WhatsApp, der verdient sehr viel Geld und den kann man durchaus auch dazu bringen, dass eben die Enthauptungsvideos vielleicht noch besser identifiziert werden, dass die Leute, die die identifizieren, dass die mehr Geld verdienen. Und da würde der Konzern auch nicht bankrott gehen. Das ist also ein sehr gewinnträchtiger Konzern. Das heißt, mein Ansatz wäre eher, die bestehenden Konzerne in die Pflicht zu nehmen, dass sie solche Inhalte, die irgendwie allgemein konsensual vielleicht da nicht zu sehen sein sollten, dass die rausfiltern. Und ansonsten sehe ich das so wie Herr Butter. Dann geht es vielleicht dann auch nicht um Einschränkung der Inhalte, aber um Veränderung der Algorithmen dahingehend, dass man diese nicht gleich sozusagen vorgeschlagen bekommt, auch wenn ich etwas, was ganz harmlos ist, angesucht habe. Frau Thelen, Herr Butter, möchten Sie noch ergänzen? Vielleicht ergänzend einfach, weil es zeigt, wie sich diese Diskussion immer spiegelt, auch in den verschwörungstheoretischen Gemeinschaften. Es gab da in den letzten Jahren immer wieder die Diskussion, man bräuchte eine Social-Media-Plattform, wo man nicht als Verschwörungstheoretiker beschimpft wird, wo nicht eingegriffen wird in die Verbreitung dieser Dinge, sondern man endlich quasi mal wirklich Meinungsfreiheit hat. Und in Deutschland gab es dann auch einen Versuch, sowas hochzuziehen letztes Jahr. Ich habe vergessen, wie das Ding hieß. Ich weiß nicht, ob es das überhaupt noch gibt. Und wenn ich mich erinnern würde an den Namen, würde ich ihn jetzt auch nicht nennen, um nicht noch Werbung dafür zu machen, aber einfach um zu zeigen, dass die Diskussion, die wir führen, im Grunde auch von der anderen Seite ironischerweise ganz ähnlich geführt wird, wo man sich im Grunde Sorgen macht darüber, wie in die Meinungsfreiheit eingegriffen wird. Natürlich ist das was, was ich persönlich nicht nachvollziehen kann. Ich finde es nur interessant, dass es quasi diese Spiegelung da gibt. Und wahrscheinlich hätte so ein Netzwerk mehr Aussicht auf Erfolg, weil sich da dann quasi alle Leute aus einer entsprechenden Community wiederfinden würden und eine Motivation hätten, dahin zu gehen, als wenn man jetzt irgendwie von oben herab versuchen würde, ein europäisches Social-Media-Network zu etablieren, das dann quasi für die gemeinen Menschen auf einmal zum Nutzen da wäre. Das sehe ich auch eher skeptisch und theoretisch. Vielen Dank. An dieser Stelle würde ich gerne die Frage von Emanuel Baumann aufgreifen, den wir vorher im Videoclip aus dem Hotel Silber gesehen haben, also Geschichtsvermittler des Hauses der Geschichte Baden-Württemberg. Und er hat uns geschrieben, spannend finde ich, dass die im Nationalsozialismus erwähnte Verschwörungstheorie, also was er im Videoclip erzählt hat, nicht nur vorgeschoben war, sondern tatsächlich geglaubt wurde und handlungsleitend war. Die Frage von Emanuel Baumann ist, gibt es in der Gegenwart weltweit Beispiele zu einer ähnlichen Wirkweise von Verschwörungstheorien? Vielleicht zu dem Handlungsleitenden, ob das vielleicht, also da klang so durch, dass vielleicht man auf die Idee kommen könnte, dass die Leute das gar nicht glauben, sozusagen, sondern nur das irgendwie ja so tun, als würden sie diesen Theorien zustimmen. Ich glaube, denn ein ganz großer Teil glaubt da wirklich dran, auch an Chemtrails zum Beispiel, was ja eine relativ irgendwie, oder Reptiloide, das sind ja Dinge, da muss man ja ein bisschen Fantasie aufwenden, um zu überlegen, wer kann denn daran wirklich glauben. Und das sind nicht alles verrückte Leute, die daran glauben. Das ist das Erste, also ich glaube, ja, die glauben daran. Und das hat massive Auswirkungen auf das Verhalten dieser Personen zumindest. Also die werden keine, also in den USA zum Beispiel, die an diese Verschwörungstheorien geglaubt haben, da haben wir eigene Untersuchungen durchgeführt, die haben dann auch nicht diese Corona-Regeln eingehalten. So, also das sind einfach Zusammenhänge, die glauben dran und verhalten sich danach. Und wir haben es natürlich ergänzend dazu auch in anderen Teilen der Welt immer noch unter Leuten, die im Grunde politische Entscheidungsträger sind. Man kann in den USA darüber nachdenken, inwiefern jemand wie Donald Trump das wirklich glaubt. Lange Zeit dachte ich, das ist vor allem Strategie. War es, glaube ich, auch bei Corona, hat man den Eindruck, dass er wirklich denkt, dass das ein Komplott ist, um ihm die Präsidentschaft zu stehlen. Aber wenn wir in andere Teile der Welt gehen, dann ist das noch viel offensichtlicher. Also zum Beispiel die Geschichte, dass der
amerikanische Milliardär George Soros angeblich der Strippenzieher hinter dem großen Austausch ist, das war eine Fake News, die Berater des ungarischen Premierministers Viktor Orban erfunden haben, ganz bewusst. Mittlerweile, das weiß ich von Kollegen, die sehr nah dran sind an Fidesz in Budapest, glaubt Orban das wirklich. Das heißt, er glaubt wirklich, dass Soros den großen Austausch orchestriert und richtet seine Politik entsprechend danach aus. Und wenn wir in die gesamte arabische Welt gehen, dann ist das, worüber wir vorhin gesprochen haben, nämlich die Idee von der jüdischen Weltverschwörung und die Protokolle der Weisen von Zion und all die Dinge, die dazu gehören, noch immer Staatsideologie, wie das bei uns im Nationalsozialismus so war. Sie können quasi, wenn Sie das nächste Mal irgendwo in der arabischen Welt auch nur umsteigen am Flughafen, gehen Sie in die Flughafenbuchhandlung, Sie werden eine Ausgabe der Protokolle finden, weil das völlig normal ist, dass das da verkauft wird, weil das also quasi als völlig akzeptiertes, legitimes Wissen gilt und entsprechend auch anleitet, wie Menschen handeln. Das heißt, es ist eher die Ausnahme, dass wir in Deutschland und vielleicht auch in großen Teilen Europas in einer Situation leben, in den letzten Jahrzehnten und immer noch, dass Verschwörungstheorien nicht so die politischen Entscheidungen bestimmen. In anderen Teilen der Welt ist das ganz anders und in der Vergangenheit war es auch bei uns anders, wie wir ja aus der Geschichte des Nationalsozialismus wissen. Es kommt nochmal eine Wissensfrage von Nicole Ondrusch. Sie fragt, was macht denn eine Theorie zur Verschwörungstheorie? Und die Frage hat noch einen zweiten Teil. Ist Religion eine Verschwörungstheorie? Also ich glaube, eine Theorie wird zur Verschwörungstheorie, wenn sie wirklich annimmt, dass alles geplant wurde, wenn der Zufall keinerlei Rolle mehr spielen kann und davon ausgegangen wird, dass die Strippenzieher im Hintergrund sitzen und irgendwelche Ziele verfolgen, die sie nicht offen zugeben. Das heißt, nicht jede Art von Kritik an irgendwelchen offiziellen Versionen ist eine Verschwörungstheorie. Ganz im Gegenteil, es ist ganz wichtig für eine funktionierende Demokratie, dass wir hinterfragen, kritisch hinterfragen, was in den Medien kommt, was Politiker erzählen. Aber wenn wir dann ins andere Extrem und annehmen, das ist alles nur vorgeschoben, weil alles geplant wurde und dem Zufall überhaupt keine Rolle mehr zuschreiben, dann sind wir bei der Verschwörungstheorie gelandet. Was war der zweite Teil der Frage nochmal? Der zweite Teil der Frage bezog sich darauf, ob Religion eine Verschwörungstheorie ist. Das ist ein ganz, ganz schweres Thema. Also die klassische These von Karl Popper in Die offene Gesellschaft und ihre Feinde ist, Verschwörungstheorien blühen im 18. Jahrhundert so richtig auf, weil sie eine Antwort sind auf die Entzauberung der Welt. Die Menschen glauben nicht mehr an den göttlichen Heilsplan, dass also alles von Gott minutiös geplant wurde und kontrolliert wird, um quasi auf das Ende der Geschichte und die Rückkehr Jesu Christi hinzulaufen. Sie haben aber noch nicht die Instrumente der modernen Sozialwissenschaften zur Verfügung, um systemische Effekte zu erklären und um Chaos und Zufall zu erklären. Also treten an die Stelle Gottes die Verschwörer, denn dann ist immer noch alles geplant, aber es ist jetzt nicht mehr Gott, der die Strippen zieht im Hintergrund, sondern es sind die Verschwörer. Da ist viel dran, aber es ist nicht die ganze Wahrheit, weil wir wissen zum einen, dass Verschwörungstheorien eben auch in sehr stark religiös geprägten Milieus verbreitet sind. Wir können in der Gegenwart schauen, zum Beispiel auf evangelikale Christen in den USA, die ganz stark verschwörungstheoretisch ausgerichtet sind, aber natürlich auch uns entsprechende islamistische Milieus anschauen, die auch ganz stark verschwörungstheoretisch orientiert sind. Das heißt, Religion und Verschwörungstheorie können auch koexistieren und können gleichzeitig können Verschwörungstheorien auch irgendwo Religion ersetzen. In der Forschung unterscheidet man deshalb quasi drei Aspekte, die man sich anschauen kann. Erstens quasi Verschwörungstheorie als Religion, das wäre der Ersatz. Verschwörungstheorie in der Religion, das wäre die Koexistenz. Und natürlich dann als drittes Verschwörungstheorien über Religion, weil wir historisch natürlich immer ganz viele Verschwörungstheorien hatten und auch immer noch haben, die sich gegen bestimmte religiöse Gruppen richten, gegen Muslime, gegen Katholiken im 19. Jahrhundert und so weiter. Das heißt, das ist ein sehr komplexes Verhältnis, dem wir locker eine eigene Diskussionsrunde widmen könnten. Die vielleicht ja auch irgendwann mal kommt. Aber jetzt würde ich gerne noch einmal eine Frage aufgreifen aus dem Teilnehmerkreis. Wir haben jetzt ganz viel über Merkmale und Strukturen und Hintergründe gesprochen. Jetzt kommt eine Frage zu Personen. Personen, die man jetzt auch in der Corona-Krise sehr stark wahrgenommen hat. Thomas Franke möchte wissen, wie sieht die Runde die aktuellen Protagonisten der Verschwörungstheorien, zum Beispiel Ken Jebsen oder Attila Hildmann? Wer möchte die Frage beantworten von Ihnen? Ja, wie ich die sehe, da ist wahrscheinlich so eine wissenschaftliche Einschätzung gefragt. Ich glaube, dass das eine Nische ist, die sich marktwirtschaftlich natürlich rechnet. Wenn ich also
ja, viele so eine Art Feedback bekomme, dass gewisse Thesen dann auch ja, zu Likes und zu Followern führen, dann ist das etwas, was so eine Eigendynamik, was bei so einer Eigendynamik sozusagen entwickeln kann. So würde so, also unter diesem, vielleicht ist einer der beiden oder es gibt viele, bei denen tatsächlich so eine Art ja, Follower, letztlich monetäre Interessen dahinter stehen. Und bei anderen ist natürlich dieses Corona, wenn man in den Randbereichen von Verschwörungstheorien, von ja, alternativen Fakten sozusagen verkehrt, schon verkehrt hat seit vielen Jahren, dann ist natürlich Corona eine gute Zeit, da auch alternative Realitäten zu propagieren. Und so würde ich das sehen. Das sind routinierte Personen, die eben sich in diesem alternativen Wahrheitenspektrum wohlfühlen. Vielleicht glauben sie dran, das weiß ich nicht, aber sie verdienen da relativ gut dran. Und das kann monetär sein, aber das kann auch eine persönliche Gratifikation sein, wenn man eben viele Follower hat. Das ist etwas, was psychologisch sehr wirkmächtig ist. Und dann geht man sozusagen diese Richtung, die dann den Erfolg verspricht. Vor allem, wenn man vielleicht auch persönlich so prädisponiert ist, dass man das dann sozusagen gerne auch macht. Ja, da Professor würde Butter ich oder Frau ganz Kehl. gerne anknüpfen. Dieser Erfolg, den die betreffenden Personen eben auch haben, den sie vielleicht auch genießen. Ken Jebsen war hier in Stuttgart bei einer der Corona-Diskussionen im Mai zu Gast und die Rede, die er gehalten hat, die konnte man sich im Internet oder kann man sich im Internet anhören. Und es ist eine geradezu lehrbuchhafte Vermischung von populistischen Thesen, von populistischen Aussagen, von Fake News, von Verleumdungen und auch von Verschwörungstheorien. Also eine ganz geschickte Mixtur, in der jeder etwas findet unter Umständen, der sowieso schon zu solchen Ideen neigt. Und das Ganze verkauft sich natürlich unheimlich gut in Klickzahlen. Und das war wiederum auch der Grund, weshalb er eingeladen wurde zu dieser Demonstration. Ja, also das verschafft sicherlich eine große Genugtuung, wenn man mit diesen hohen Klickzahlen auch belohnt wird, in Anführungszeichen. Herr Professor Butter. Also vielleicht noch ganz kurz ergänzend dazu. Ich glaube, Ken Jebsen ist ein überzeugter Verschwörungstheoretiker, der aber sehr gut in der Lage ist, das so finanziell auszuschlachten, dass es zu seinem maximalen Vorteil ist. Eine Doktorandin von mir war auf der nicht der Konferenz, der Veranstaltung eben in Stuttgart, wo er aufgetreten ist, der Hygienedemo, und hat gesagt, ist im Grunde genau das passiert, was 2014 schon bei den Mahnwachen für den Frieden passiert ist. Er versucht sich da im Grunde auch reinzugrätschen. Also ganz offensichtlich war er nämlich gar nicht so sehr eingeladen. Er hat dann zwar gesagt in seiner Rede, ich habe mich sehr gefreut über die Einladung. Der Organisator der Demo hat aber gesagt, wir haben lange überlegt, ob wir sein Gesprächsangebot annehmen. Das heißt also, Ken Jebsen hat, glaube ich, ganz stark versucht, sich quasi an die Spitze dieser Bewegung zu setzen, wie er das 2014 schon mal versucht hat, weil er, glaube ich, wirklich finanziell davon extrem profitiert. Also die Klickzahlen auf seinem YouTube-Kanal und seiner Website, die haben sich also vervielfacht. Und das bringt natürlich Werbeeinnahmen. Das Ganze läuft sehr viel über Crowdfunding. Das heißt, das ist wirklich also auch ein finanzieller Gewinn, den er daraus gezogen hat. Bei Attila Hildmann ist es, glaube ich, eher so, wie Herr Appel gesagt hat, das ist, glaube ich, eher so Gratifikation, weil ich glaube, dass der sich mittel- und langfristig eher geschadet hat, was das Finanzielle angeht, dadurch, dass er sich da so exponiert hat. Weil der hat jetzt natürlich vielleicht mehr Follower auf Instagram, aber ich glaube, dass es, bis der wieder in irgendwelchen Fernsehshows auftritt, also als veganer Koch, wird es eine Weile dauern, also zumindest in den öffentlich-rechtlichen Sendern und den großen Privatsendern. Das ist, glaube ich, auch der Grund, weshalb eigentlich nicht mehr Prominente in Deutschland da Exponierte hervortreten. Also wenn wir mal diese Zahlen, über die wir vorhin geredet haben, so gegeneinander aufrechnen, dann würde man ja auch bei konservativen Schätzungen mal so mindestens auf so ein Fünftel der Deutschen kommen, die so eine Neigung zu diesen Verschwörungstheorien haben. Wenn wir davon ausgehen, dass Prominente irgendwo ein Spiegel der Gesellschaft sind, müssten es eigentlich noch viel mehr Prominente sein, die diese Theorien glauben. Und dafür haben sich eigentlich relativ wenige richtig exponiert damit. Ich glaube, weil die allermeisten doch noch kapieren, dass sie sich vermutlich mittel- und langfristig eher damit schaden, als dass sie sich nützen damit. Und es gibt dann eher so, Attila Hildmann ist von daher eher so eine Ausnahme, aber dann auf jeden Fall zu unterscheiden von Ken Jebsen, der das ganz zynisch, ganz kalkuliert betreibt, bei aller genuinen Überzeugung, die dahinter stecken mag. Bevor wir in die Schlussrunde gehen, würde ich gerne eine allerletzte Frage noch aufgreifen. Sie kommt von Roman Kunkis.
Er fragt, wir haben vorhin schon im Ansatz darüber gesprochen, wie kann man mit Menschen umgehen, welche schon so tief in ihrer Verschwörungstheorie feststecken, dass sie folgende Meinung vertreten. Es ist leichter, Menschen zu täuschen, als Menschen davon zu überzeugen, dass sie getäuscht worden sind. Und Roman Kunkes schreibt, es falle ihm sehr schwer, mit solchen Gesprächspartnern überhaupt noch in die Diskussion zu kommen. Wie geht man mit solchen Menschen um? Also dieser Spruch, den er gerade zitiert hat, das ist ein sehr beliebtes Meme im Internet. Also das wird oft Mark Twain zugeschrieben, dieses Zitat. Das habe ich schon auf unzähligen verschwörungstheoretischen Websites gefunden. Ich glaube, es ist im Grunde so, wie es vorhin schon Frau Thelen angesprochen wurde und von Herrn Appel. Man muss einfach offen sein. Man muss Gesprächsbereitschaft und Empathie signalisieren. Man muss nachfragen. Die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung hatte vor ein paar Jahren mal einen tollen Artikel über eine Frau, die ganz vielen Verschwörungstheorien anheimgefallen war, und deren Mann hat die da ganz gut wieder rausgeholt, indem er immer wieder nachgefragt hat, also ganz empathisch war, gesagt hat, vielleicht ist es gar nicht so schlimm, und dadurch im Grunde so einen Prozess der Selbstreflexion auch angestoßen hat, der dann letztendlich von Erfolg gekrönt war. Aber natürlich kann das auch schiefgehen, und natürlich ist das auch wahnsinnig kraftaufreibend, je nachdem, was die Menschen glauben. Also in meinem Bekannten- und Verwandtenkreis gibt es das auch. Ich fahre übermorgen nach Kassel, da werde ich auf einen Verwandten meiner Frau treffen, der auch überzeugt ist, dass Bill Gates hinter all dem steckt. Ich weiß nicht, ob ich die Kraft auf bringe, das am Grill anzusprechen, oder ob ich es nicht einfach ignoriere und mich mit wem anders unterhalte. Es ist wahnsinnig schwierig, und es gibt kein Patentrezept. Es ist ganz viel, ich glaube, wir haben es heute auch ein paar Mal so genannt, die Rede vom Kampf gegen Fake News und Verschwörungstheorien. Und wir haben in der Runde heute ja noch gar nicht die Zukunft richtig in den Blick genommen, wo möglicherweise nicht mehr nur gefotoshoppt wird, sondern KI sogenannte Deepfakes hervorbringt, bei denen man nicht mehr auf den ersten und auch nicht auf den zweiten Blick erkennen kann, ist es das Original, was da spricht, oder ist es nur eine künstliche Fälschung. Liebe Frau Thelen, was glauben Sie denn, wovon hängt ab, ob dieser Kampf gegen Verschwörungstheorien und Fake News gewonnen wird? Ja, Sie haben ja schon die Spur gelegt hin zur Medienpädagogik. Ich will trotzdem zunächst was anderes sagen. Ich denke, es ist ganz wichtig, dass wir die Echokammern verlassen oder dass diejenigen, die in den Verschwörungstheorien gefangen sind, aus diesen Echokammern wieder herausfinden. Und auch wenn ich Herrn Professor Butter gut verstehen kann, dass er am Grill nicht auch noch über Verschwörungstheorien sprechen möchte oder Bekehrungen einleiten möchte, das kann ich sehr gut verstehen, so ist es ja doch sehr wichtig, das Gespräch aufzunehmen. Und es ist auch wichtig, Handwerkszeug zu vermitteln. Wie kommt man Fake News auf die Spur? Wie kann man sich mit Verschwörungstheorien so auseinandersetzen, dass man einfach mit Tatsachen konfrontiert wird? Und dazu ist sicherlich ein gewisses journalistisches Handwerkszeug geboten. Man ist heutzutage jeder einzelne von uns Gatekeeper und Redakteur zugleich. Man rezipiert, man publiziert. Und das ist in einer Gesellschaft mit sozialen Medien, mit einer vielfältigen Möglichkeit der Kommunikation im Internet eben auch eine sehr verantwortungsvolle Tätigkeit, auf die man sich vorbereiten muss. Also da ist es sicherlich wertvoll, sich mit Bilderrückwärtssuche zu beschäftigen. Das ist jetzt vielleicht auch ein Programm, das da bei Jugendlichen ganz gut ankommt, Quellen zu checken, Gegenrecherchen einzuleiten. Ja, solche Dinge, die kann man anbieten in Bildungsangeboten. Dieses Handwerkszeug hilft in vielen Lebenslagen beim Lesen im Internet, aber eben auch bei der Auseinandersetzung mit Verschwörungstheorien und Fake News. Und wir sind ja hier auch in einer Veranstaltung, die mit dem Hotel Silber eng verbunden ist. Und ich wollte doch noch auch eine Anmerkung machen über Gedenkstättenarbeit und die Auseinandersetzung mit den historischen Verschwörungstheorien. Herr Baumann hat es vorhin in seinem Filmeinspieler eben auch nochmal betont. Die Gedenkstätten können hier sehr viele Angebote machen der Auseinandersetzung. Die sind gewissermaßen Seismografen für die gesellschaftliche Entwicklung, machen Angebote der Einordnung und der historischen Fundierung. Und viele Fragen, die uns heute bei den Verschwörungstheorien begegnen, lassen sich eben auch an die Vergangenheit andocken. Ja, wie war das mit dem Antisemitismus damals? Wie taucht er heute wieder auf? Warum soll man Rechte mit anderen teilen? Wer gehört in dieser Gesellschaft dazu? Wer gehört nicht dazu? Solche Fragen,
zu diskutieren an einer Gedenkstätte unter Bezugnahme auf aktuelle Fragestellungen. Auch das ist ein Angebot, um sich mit diesen Themen auseinanderzusetzen. Also Arbeit in den Gedenkstätten, die Vergangenheit, die Gegenwart zusammendenken, medienpädagogische Angebote, gerade in den Schulen, junge Leute stark machen, aber auch in Recherchetools an die Hand, eben ganz praktisch. Herr Butter, ich habe gesehen, dass Sie an zwei Stellen genickt haben. Was würden Sie sagen, wovon hängt das ab, ob man diesen Kampf gegen Fake News und Verschwörungstheorien gewinnt? Also ich kann das im Grunde nur unterstützen. Ich glaube, es ist so, dass natürlich nicht nur junge Menschen an Verschwörungstheorien glauben. Im Gegenteil, eine Reihe von Studien legen nahe, dass es tendenziell eher Ältere sind als Jüngere. Aber bei den Jüngeren kann man natürlich besser ansetzen, weil wir die besser zu fassen kriegen in den Schulen und in der Bildungsarbeit. Und dass es ganz wichtig ist, diese Medienkompetenz zu vermitteln. Dass es ganz wichtig ist, aber auch im Grunde sowas zu vermitteln, was man so als keine Ahnung, Social Literacy oder Sozialkompetenz fassen könnte, nämlich ein Wissen darum, wie Gesellschaft funktioniert, wie Politik funktioniert, dass es zwar immer historisch Verschwörungen gab und auch immer geben wird, aber dass so groß angelegte Verschwörungen, wie Verschwörungstheorien sie sich vorstellen, eigentlich nicht funktionieren können, weil immer irgendwas passiert, was man nicht vorhersieht, was schon Karl Popper gesagt hat, weil es immer Menschen gibt, die unterschiedliche Motive verfolgen und so weiter und so fort. Also ich glaube, da kann man ganz viel machen, da kann man auch in der Schule tolle Dinge machen, wie, glaube ich, überhaupt Verschwörungstheorien eigentlich ein tolles Thema sind für den Unterricht, also fächerübergreifend mit dem Englischlehrer, dem Physiklehrer, dem Religionslehrer über 9/11-Verschwörungstheorien zu sprechen zum Beispiel. Und da habe ich das Gefühl, dass gerade sehr viel passiert. Also ich mache sehr viel Lehrerfortbildungen mittlerweile. Ich mache auch mit meinen Studierenden immer wieder Sachen. Wir haben im letzten Semester, bevor Corona zuschlug, zum Beispiel so eine Beispielanalyse von so einem YouTube-Verschwörungsfilm gemacht, den wir minutiös auseinandergenommen haben, wo genau das gemacht wurde dann auch, was Frau Thelen gerade skizziert hat, nämlich so eine Rückwärtsbildersuche, wo wir teilweise dann zu 30 Sekunden Film anderthalb Seiten geschrieben haben. Das ist jetzt noch nicht alles online, weil Corona zugeschlagen hat. Ich schicke aber jetzt in diesem Moment mal an den Chat an alle einen Link rum zu einer Seite von dem internationalen Forschungsnetzwerk, in dem ich drin war und das jetzt gerade ausläuft, also wo man ganz viel Materialien aus ganz Europa findet, wenn man auf diesen Link klickt, also zu Verschwörungstheorien, unter anderem dann auch einen Leitfaden Verschwörungstheorien, der auf 15 Seiten alles zusammenfasst, was wir im Grunde in der Forschung wissen über Verschwörungstheorien und auch darüber, wie man mit Verschwörungstheoretikern sprechen sollte, mit weiterführenden Literaturhinweisen, in 7 Sprachen erhältlich bisher, es werden noch ein paar mehr werden. Also ich glaube, man muss einfach bei der Bildungsarbeit ansetzen, weil ansonsten doktern wir auch immer nur an den Symptomen herum. Wenn man sagt, wir müssen irgendwie Inhalte löschen oder die Verbreitung eindämmen, es geht wirklich darum, wie Frau Thelen vorhin auch gesagt hat, also quasi auch den individuellen Nutzer zu stärken und eben ihm oder ihr die Kompetenz mitzugeben, mit diesen Dingen entsprechend umzugehen und zu verstehen, was Verschwörungstheorien sind, was Fake News sind, wie die funktionieren. Und wenn man das weiß, das wissen wir mittlerweile auch aus der Forschung, wenn man weiß, wie Verschwörungstheorien funktionieren, dann hat man im Grunde fast so eine Art Impfung gehabt. Das ist eine problematische Metapher, aber die Wahrscheinlichkeit sinkt, dass man dann danach daran glaubt. Lieber Professor Appel, damit käme Ihnen jetzt das Schlusswort zu. Und wir haben vorher über Deepfakes gesprochen. Wenn ich die Frage zuspitzen darf, auch wenn die Zukunft immer schwer vorauszusagen ist, gewinnen wir den Kampf? Ja, ich bin da eigentlich recht optimistisch. Ich glaube, damit das einfacher wird, denke ich auch, dass klar werden muss, wie entsteht eigentlich Wissen? Also ist es tatsächlich, spricht etwas gegen einen gewissen Forschungskanon, wenn 3% der Wissenschaftler vielleicht eine gegenteilige Meinung vertreten beispielsweise? Ich würde sagen, ja, das ist eben immer so und Wissen ändert sich, Wissenschaft ändert sich. Wichtig ist, dass diese Erkenntnisse transportiert werden und auch klar sein muss, wo kann ich eigentlich so den Konsens, was jetzt Wissenschaft, was Gesellschaft für wahr hält, wo kann ich das finden? Und da will ich so eine kleine Komponente vielleicht noch ergänzen. Und das sind sicherlich öffentlich-rechtlicher Rundfunk, das ist Journalismus, das ist aber auch sowas wie Wikipedia, wo man nachschauen kann, zum Beispiel, wenn einen interessiert, was ist eigentlich eine Verschwörungstheorie oder was ist eigentlich mit 9/11, kann man sehr gut in verschiedenen Sprachen eben auch auf Deutsch nachlesen,
was der konsensuale Sachstand unserer Gesellschaft ist. Und solche Plattformen brauchen wir. Und ich denke, solange es die gibt, bin ich da sehr optimistisch. Dann sage ich an dieser Stelle einen ganz herzlichen Dank an Sibylle Thelen, an Professor Dr. Markus Appel und an Professor Dr. Michael Butter. Und sage auch herzlichen Dank für diese Veranstaltung, die ausgerichtet wurde vom Haus der Geschichte und der Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg. Und natürlich sage ich vor allem Ihnen Dank, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, die jetzt noch dabei sind. Viel länger, als wir am Anfang gesagt haben, aber das Thema ist, wie gesagt, eines, das auch etwas länger Zeit verträgt, um darüber zu sprechen. Danke, dass Sie dabei waren. Danke für Ihre Fragen. Der Web-Talk, die Aufzeichnung des Web-Talks wird in Kürze dann sein auf den Seiten der Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg und auch auf der Seite des Erinnerungsortes Hotel Silber, des Hauses der Geschichte. Und für Sie gibt es noch eine Möglichkeit, wenn Sie das Gefühl haben, ich muss das jetzt erstmal sacken lassen, das war eine Menge Stoff. Sie können auch in den kommenden Tagen noch, wenn Ihnen weitere Fragen einfallen, Sie gerne hier in diesem Kursraum weiter diskutieren und stellen im Forum dieses Kursraumes. Also da gibt es eine Möglichkeit, wenn Sie jetzt mit Ihren Fragen nicht zum Zug gekommen sein sollten. Ich verabschiede Sie mit einem Zitat von hoffentlich Mark Twain, denn ich habe es, Vorsicht, aus dem Internet und ich habe es nicht gegenrecherchiert. Eine Lüge ist bereits dreimal um die Erde gelaufen, bevor sich die Wahrheit die Schuhe anzieht. In diesem Sinne, lassen Sie uns schnell die Schuhe anziehen. Ich wünsche Ihnen einen guten Abend. Dankeschön.